Abschied vom langnamen Meisterspieler und dem ehemaligen Nazi-Trainer Simon Schenk, der ja der Frühling nach Komplikationen, nach einer Herzoperation mit 73 verstorben ist. Und Ueli, ich glaube, wenn man sagt, er ist eine von den grössten Hockey-Persönlichkeiten gewesen, in unserem Land, wo die Schweizer Hockey prägt hat, wie kein anderer. Ich glaube, dann trifft das den Nagel auf den Kopf. Das kann man laut und deutlich so sagen und doppelt unterstreichen. Er ist sicher ein Mann, der sich immer zum Wohl von diesem Spiel eingesetzt hat, welche Funktion er auch immer hatte. Er war ein Mann, der sich nicht in die Scheuche oder die Schade war, auch im Nachwuchs zu arbeiten, im Amateurhockey zu arbeiten, im professionellen Bereich zu arbeiten, als Funktionär, als Trainer. Und es gibt nicht Menge, die in der Schweiz eine solche Karriere hergelegt hat wie er. Wir haben seit unseren Anfängen hier bei MySports die Ehre gehabt, Simon Schenk bei uns im Expertenteam mit dabei zu haben. Er hat mit seinen Sprüchen immer wieder dafür gesorgt, dass wir lachen konnten. Mit seinen Weisheiten und seinen unglaublichen Geschichten hat er uns immer zum Staunen gebracht. Und mit seiner Demut hat er uns auch gelernt, nachzudenken und das alles eben auch selber mit Demut zu nehmen. Die Rede ist von Simon Schenk. Auch sehr schön, wie er ihn versorgt. Ja, wenn er so viel Zeit hat, würde meine Grossmutter das auch machen. Die Spielintelligenz und die Nase haben ist auch gleich noch gegen etwas Wichtiges. Aber der Trainer macht das nach dem Hosensack, nach der Hosensack. Ja. Wenn man gewinnt, dann ist die Stimmung überall gut. Aber dort, wo es nachher harzt, dann zeigt sich, wie viel Charakter eine Mannschaft hat. Gut, jetzt gerade in den letzten 2-3 Spielen haben sie ein bisschen gestottert, oder? Genau da wie jetzt mit dem Brot. Aber man kann nicht gegen viele Mignon haben. Es gibt manchmal auch sehr viel an. Wir müssen in die Kabine flüchten und Medaillen und Pokalübergabe in der Garderobe machen. Dann war es okay ein Wintersport und hat man im Sommer etwas anderes gemacht. Ich habe Leichtathletik gemacht. Wenn zu meiner Zeit als Spieler so etwas passiert wäre, dann wäre die Menschenrechtskonvention gekommen. Der Michael Schüppach war ein Langmauer Wunderdoktor und ein Brunzgucker. Wenn der Schiedsrichter vorher Tomaten auf die Augen hat, dann kann er jetzt das Video schauen und sieht doch das, was wir auch sehen. Ein Brunzgucker. Nein, mit Auge hätte nicht gepasst. Es war ein unerhörter Abend. Also, ich glaube, jetzt können alle beruhigend unter das Bäumchen liegen. Und Unterhaltung ohne Zuschauer, das ist wie Suppe ohne Salz oder wie Emmentaler ohne Löcher. Ja, Simon Schenk, unglaublich, wenn er das Studio belebt hat und wie er für Schweizer Hockey gelebt hat. Was weckt es bei euch für Erinnerungen? Gut, ich war etwa 50 Jahre lang ein Weggefährter von ihm. Er war mal mein Idol, als er noch gespielt hat. Mein Nachwuchstrainer, er war Trainerausbildner, er war mal Mitspieler von mir. Er war mein Trainer, er war der gegnerische Trainer. Und ich habe ihn einfach immer als einen erlebt, der genau gewusst, was er wollte. Unglaublich akribisch, vorbereitet, hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, aber hat es immer im Sinne der Sache gemacht, so wie er eben war. Und es ist gerade wieder schwer, daran zu denken, dass er nicht mehr da ist, aber ich bin überzeugt, oben hat er uns heute schon zugeschaut. Ich durfte nicht gerade 50 Jahre begleiten, aber ich hatte doch den einen oder anderen Berührungspunkt mit ihm gehabt. Er hat mich dazu mal von Bern auf Zürich geholt, als noch junger Spieler. Ich habe eigentlich immer, egal wo, habe ich ihn immer sehr als Perfektionist wahrgenommen. Er hat immer, egal was er gemacht hat, er wollte gut sein in dem, sei es im Hockey, sei es auch hier im Studio. Er ist immer, das könnt ihr sicher bestätigen, er ist so akribisch vorbereitet gekommen mit seinen Zetteln, ein riesen Profi, egal was er gemacht hat. Und ich habe wirklich einen sehr grossen Respekt vor ihm gehabt und ich habe wirklich das Gefühl, wir im Hockey haben ihm viel zu verdanken.